Willkommen zurück bei Ni no Kuni 2, hallo! Krieger von Minapolis, wir haben euch erwartet. Vor euch seht ihr die besten und tapfersten Kämpfer Goldorados. Alle fest entschlossen, die Ehre ihres Landes zu verteidigen. Unsere Anführer, General Kuyo. Unser Anführer General Kuyo freut sich schon seit Wochen auf dieses Kräftemessen. Wenn ihr bereit seid, lasst uns sofort beginnen. Achso. Turnier 14. Ja, schauen wir mal. Oh, nicht mehr dödödöd. Ausgedödödöd. Gruppenvergleich. 8000 zu 2000, ja. Vorbereitung. Was habe ich denn da? 11.000, hier brauche ich 2000. Machen wir mal. Haben wir noch ein besseres? Was haben wir denn hier? 18, das ist ein 11er. Oh, hier haben wir noch einen 17er. Was macht der denn? An dieser Einheit fallen feindliche Angriffe manchmal ab. Ah, okay. Soll ich probieren mal den mal aus? Ja, komm. Auf in die. Hört auf zu quatschen. Zieht das Schwert. Danke. Zu den Waffen. Ha. Yeah! Yatta!
Angriff! Arigato. Oh, wir kriegen sogar Hilfe. Geil. Schon kaputt machen. Sagen, stell alle zur Seite. Los, haut auf! Perfekt, so, ich setze. Da hoch. Nein, 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 oh.
Okay, das war gerade ein bisschen viel auf einmal, glaube ich, aber ja, es hat funktioniert. Das Spiel hat sich gefangen. Da, ich muss wohin? Ach, da ist ein kleiner Wicht versucht den Turm kaputt zu machen. Ist ja niedlich. Genau, einfach mal. Mein Respekt, König Eden. Ja, aber jetzt ist Schluss, ich merke schon. Ruhm und Ehre! So, ja. Hier ist gerade der Spieler einmal abgestürzt. Deswegen. So, jetzt hier. Feuer! So, gewonnen. Gewonnen. Tja, wer hätte gedacht, dass die Armee von Goldorado so eine Niederlage einstecken würde? König Eden, dein Geschick als Heerführer ist wirklich bewundernswert. Dass es für uns so günstig lief, habe ich vor allem Husky zu verdanken. Sie hat mir einige gute Ratschläge gegeben. Husky? Husky ist die beste Scharfschützin, die es in Goldorado je gab. Ich wusste gar nicht, dass sie jetzt in Minneapolis lebt. Tja. Husky war früher einmal Mitglied einer Elite-Einheit der Goldoradischen Armee. Ihre Fähigkeiten, die Pläne ihrer Gegner zu durchschauen, war fast schon übernatürlich. Außerdem war sie eine gnadenlose, strenge Kommandantin. Eine Niederlage wie diese hätte sie niemals akzeptiert. Auch wenn es nur ein Übungskampf war. Sie hätte sich ihre Leute geschnappt und hätte sie 100-mal um das Schloss gehetzt. Oh ey, ein Glück, dass wir gewonnen haben. Nun, so wie du dich heute geschlagen hast, bist du vermutlich erstmal sicher. Ich führe mit meinen Truppen regelmäßig Übungen auf diesem Gelände durch. Wer weiß, vielleicht ergibt sich ja einmal die Gelegenheit für eine Revanche. Wir haben Süßbären erbeutet. Okay. Was sagt denn unser Tagebuch, was wir noch haben? Das ist damals 3 von. Ach, der schon wieder. Ne, auf der ist keine Lust. Habe ich nicht, habe ich nicht. Habe ich die? Oh, aber dazu müssten wir dann nach. Genau, Quastenfloss. Wenn da steht, übergibt die Brocken Golderz, dann scheine ich die ja zu haben. Dann werden wir jetzt erstmal ein paar von den Aufträgen erledigen und dann, ja, mal gucken, wann es nach Katzbuckel geht. Oh, hier gibt's auch schon wieder was Neues.
Hier haben wir was Neues. Okay. Du nicht. Du. Okay, dann reden wir. Erst geben wir das jetzt ab. Ach, der. Ich hoffe, das war das letzte jetzt. Hm. Nehmen wir bitte 3 Brocken Golderz. 12 habe ich hier. Lässt du mich jetzt in Ruhe? Danke, das ist ganz wunderbares Gold. Jetzt kann ich die Frau. Jetzt kann ich der Frau ihren Wunsch erfüllen. Yes. Sehr schön. Von hier an schaffst du es dann alleine, ja? Ich mache mich gleich ans Werk. Ich brauche ungefähr einen halben Tag. Ah, das kann nicht dein Ernst sein. Wie lange willst du denn noch ihre Zeit verplempern? Na. Bitte setzt euch dahin und freut euch auf das fertige Kunstwerk. Oh, oh, da sieht mal einer an. Was? Warum bist du hier? Wie? Was? Woher? Ich konnte einfach nicht mehr warten. Ich musste unbedingt den Meister treffen, der diese kunstvollen Angelhaken fertigt. Hehe. Also bin ich euch einfach bis hierher gefolgt. Man muss dem Köder alleine lassen, nicht wahr, Herr Angler? Ja. Sind wir hier bei den anonymen Anglern gelandet, oder was? Ich glaub, wir sind hier fertig. Ja, das glaube ich auch. Sie scheinen gut miteinander auszukommen. Damit wäre dieser Fall wohl abgeschlossen. Sehr schön. Hat ihr noch was zu sagen? Arigato. Danke. Dank dir habe ich bekommen, was ich wollte. Mein Herz hängt förmlich an seinem wunderschönen Angelhaken. Okay. Also, was soll ich sagen? Danke, dass ihr das ermöglicht habt. Ich bin immer noch ganz verlegen. Ich bin so viel Aufmerksamkeit gar nicht gewohnt. Ja, tschüss. Meine Güte. Boah, das... Ey. Das war schwieriger als ein Meerschweinchen das Pfeifen beizubringen. Meine Güte. Okay. Huch, Moment. Kamera. So, hallo. Hallo. Ist alles in Ordnung? Ja, es geht mir schon viel besser. Ich bin froh, dass Quastenfloss so eine gute Ärztin wie sie hat. Murena. Arigato. Vielen Dank. Und bitte nicht mehr so übertreiben, ja? Ara. Bist du auch ein Patient? Du. Nein. Bin ich nicht. Ich habe mich nur gewundert, was hier los ist. Ach so, hihi. Ich heiße Murena und bin Ärztin. Das gerade war ein Patient. Ihm ist plötzlich schlecht geworden und ich habe ihn behandelt. Ich habe vor kurzem herausgefunden, dass ich die Kondition von uns Aqua verschlechtert, wenn wir länger vom Meer getrennt sind. Hm. Wusstest du das nicht, weil Quastenfloss schon lange nicht mehr wusstest du das nicht, weil du Quastenfloss schon lange nicht mehr verlassen hast? Ja, auch wenn man jetzt frei reisen darf, tun dies aufgrund dieser Tatsache nur wenige. Das ist sehr schade. Gibt es irgendwas, das wir tun können, um zu helfen? Anno. Ich habe bereits eine Rezeptur entwickelt, mit der man Aqua immun gegen diese Schwäche machen kann. Mir fehlen nur die Zutaten. Überlass das Sammeln der Zutaten ruhig uns. Wir helfen dir. Arigato. Das wäre toll. Ich brauche noch Schattenwasser. Das sammelt sich nur in einer ganz bestimmten Grotte in einer Bucht, die die Sonne deutlich weniger ausgesetzt ist als andere Orte. Dabei kann es sich eigentlich nur um die Schattengrotte in Finsterland handeln.
Eben, wir sollten uns die Arbeit an die Arbeit machen. Oh, okay. Sowas finde ich schön, wenn man klare Hinweise kriegt, wo man hin soll. Karte. Nein, wo ist es? Da! Da muss ich hin? Moment, kann ich hier irgendwo die... Ja, ne, ich glaube, ich kann hier... Ah, wisst ihr, das ist aber was anderes. So, dann reist mal hier hin. Und dort werde ich dann den Pfad für heute beenden. Wenn ich das jetzt richtig habe, weil ja, der einmal das Spiel abgestürzt ist, müsste das so 20 Minuten, müsste das von länger hinkommen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei, wenn wir uns hier weiter umgucken. Ich sage erstmal bis dahin und ciao.